immer wieder Fragen zu unserem technischen Equipment, was wir so auf der Reise dabei haben. Und darum soll es in diesem Video gehen. Ich habe mir hier ein richtig schönes Fleckchen inmitten des Kaiserstuhles rausgesucht, um euch mal unser Equipment vorzustellen. Ich würde sagen, wir halten das relativ simpel. Ich zeige euch wirklich nur die wichtigen und elementaren Sachen, die wir auch wirklich auf jeder Reise dabei haben. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Fangen wir mal an zu checken, wo wir die ganzen Sachen im Bus immer verstauen. Und dafür gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Einmal haben wir hier einen Fotorucksack, der meistens zwischen den Sitzen steckt. Der ist ohne zu übertreiben bestimmt schon 15 Jahre alt und ich habe mir den damals gekauft, weil der einen Boardcatcher hat, wo man das Skateboard reinpacken kann. Der ist mittlerweile schon gut fertig und ich glaube, das ist eine der nächsten Sachen, die mal erneuert werden muss, weil lang macht es der nicht mehr mit. Die zweite Sache, wo wir sonst immer Equipment haben, ist hier in der Schublade. Da sind auch immer die Sachen drin, die wir eigentlich außerhalb vom Van gar nicht brauchen, wie zum Beispiel die ganzen 12 Volt Ladestecker, aber da kommen wir gleich noch dazu. So ein Rucksack ist auf jeden Fall mega praktisch, weil man eben direkt alles immer zur Hand hat und wenn man irgendwie wandern geht oder so, einfach nur den Rucksack aufsetzen muss und alles dabei hat. Dafür fliegt er natürlich immer im Bus rum, aber damit lebe ich lieber, wie dass ich jedes Mal alles packen muss. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir mal rein. So, bevor wir jetzt aber in den Rucksack reinschauen, möchte ich euch noch eine Sache zeigen, und zwar den Boardcatcher, den ich gerade genannt habe. Der eignet sich richtig gut, um das Stativ zu befestigen, weil das eigentlich mega praktisch ist, da weiß man nie so richtig wohin damit. Und weil das Stativ die meiste Zeit unter der Kamera ist, seht ihr das nicht so viel. Und das ist echt eine coole Lösung. Fangen wir mal mit dem vermeintlich Wichtigsten an, und zwar mit der bzw. den Kameras, mit denen wir Fotos machen und filmen. Da haben wir einmal die GoPro Hero 7 in Schwarz dabei. Die habe ich mir gekauft, um einfach so ein bisschen Actionaufnahmen zu machen, wenn es mal ein bisschen nass wird oder man irgendwie mal nicht so richtig Platz hat oder man eben mal ein gutes Fischei braucht, dann ist das eine richtig coole Kamera. Die hat auch noch weitere Funktionen, irgendwie so Timelapse-Funktionen und auch so stabilisierte Zeitraffer. Das ist richtig cool und ich würde sagen, wenn wir schon drüber reden, dann testen wir das auch gleich mal. Und was würde sich besser eignen, um die Cam zu testen, als ein Skateboard? Okay, also wenn ihr die GoPro ans Skateboard klebt, lieber ein bisschen mehr Gaffer verwenden. Neuer Versuch. Ich korrigiere, wenn ihr eure GoPro ans Skateboard klebt, nehmt übertrieben viel Gaffer. Okay, die GoPro ist jetzt so dezent zerstört, aber geht auf jeden Fall noch. Ich meine, genau dafür ist eigentlich so eine Action-Cam da. Hat besten Dienst erwiesen und ich würde sagen, wir machen mal weiter mit der noch wichtigeren Kamera. Und zwar ist die Kamera, mit der wir eigentlich so 95% aller unserer Bilder und Videos machen, die Fuji X-T3. Die ist jetzt gerade auf dem Stativ und filmt das Ganze. Sieht so aus. Wir hatten vor der X-T3 die X-T1, das war quasi das Vorgängermodell. Mit der waren wir schon richtig zufrieden. Ich bin dann leider dummerweise irgendwann mit dem Bus über den Kamerarucksack gefahren und dann war nichts mehr mit X-T1. Dann haben wir lange überlegt, was wir machen und haben uns für die X-T3 entschieden und ich bereue das auf keinen Fall. Also ich finde die Kamera wirklich super. Es ist für mich eher eine Fotokamera wie eine Videokamera, aber kann auf jeden Fall beides richtig gut. Wir haben einmal ein 18mm Objektiv, das ist jetzt gerade auf der Kamera. Das hat eine Lichtstärke von 2. Mit dem bin ich echt zufrieden. Das war mir aber immer nicht weitwinklig genug, vor allem für Fotos und Videos im Bus. Und da haben wir uns dann mal Abhilfe geschaffen mit diesem Teil. Das ist das Samyang. Das ist irgendwie
nicht original von Fuji, hat aber quasi so einen Adapter, mit dem man das an die Kamera hinbekommt. Ist an sich eine coole Optik, auch mit einer Zweierblende. Für günstiges Geld, die einzige Sache, die da der Nachteil ist, ist, dass man den Autofokus quasi nicht nutzen kann. Deswegen werden wir bald noch ein Weitwinkelobjektiv nachrüsten. Das ist eigentlich schon in der Post auf dem Weg zu uns, leider noch nicht da. Das ist ein 10 bis 24 mm Objektiv. Und dann haben wir noch meine Lieblingsoptik. Das ist das 35 mm Objektiv. Das hat eine 1,4er Blende. Ist an sich meine Lieblingsoptik. Natürlich ist immer die Frage des Einsatzes oder was man gerade eben für eine Brennweite braucht. Mit dem Crop-Faktor ist es quasi ein 50 mm Objektiv und das ist einfach richtig cool. Ich mache jetzt mal nacheinander die Optiken drauf und zeige euch mal so ein bisschen ein Vergleichsbild. Einmal von der Blende und einmal vom Bildausschnitt von der Brennweite. 12 mm, 2er Blende und der Fokus irgendwo da hinten. 18 mm, 2er Blende. 35 mm, 1,4er Blende. 35 mm Objektiv am besten gefallen wird, weil ich einfach die Tiefenunschärfe so cool finde bei dem Objektiv. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr so am besten gefunden habt. So, zurück zum 18 mm Objektiv. Das ist doch so das gängigste Objektiv, wenn es ums Filmen geht. Auf jeden Fall das, mit dem wir am meisten filmen. Das 35 mm Objektiv ist wahrscheinlich das, mit dem wir am meisten Fotos machen. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Thema Drohne. Bei dem Thema Drohne würde ich gerne diesen rechtlichen Part, wo darf man fliegen, wo darf man nicht fliegen, was braucht man für eine Versicherung und so weiter, aussparen. Ich finde, da kann sich jeder selbst einfach mal Gedanken dazu machen, was man braucht, was nicht und wo man fliegt oder eben nicht. Viel wichtiger ist mir der technische Teil. Wir haben diese Drohne, das ist die DJI Mavic Pro und zwar die erste Generation. Und zuallererst würde ich gerne mal sagen, dass ich einfach mega zufrieden bin mit dem Teil. Ich finde, für so ein kleines Stück Technik, für wirklich auch wenig Geld, ist es Wahnsinn, was man damit hinbekommt. Von den Flugeigenschaften her habe ich nicht so viele Vergleichswerte. Wir hatten ganz am Anfang mal die DJI Spark. Das ist irgendwie so der kleine Bruder oder die kleine Schwester davon. Von der würde ich euch auf jeden Fall abraten. Das Teil ist wirklich Schrott. Das verliert die ganze Zeit die Verbindung und wenn es mal ein bisschen windig ist, kann man eigentlich schon gar nichts mehr damit anfangen. Also lieber von Anfang an ein bisschen mehr Geld ausgeben und was Ordentliches kaufen. Was ich wirklich cool finde an der Drohne ist, dass das Packmaß relativ klein ist. Die lässt sich ja so entfalten. Und obwohl man im Bus ja schon ein bisschen Platz hat, finde ich es relativ entspannt, eher so eine kleine Drohne dabei zu haben. Wobei diesen ganzen riesen Koffer-Rucksack-Drohnen ja eigentlich auch der Vergangenheit angehören. So, und ich würde sagen, bevor wir jetzt noch mehr drüber labern, lassen wir das Teil einfach mal hoch. Was ich auf jeden Fall mega gut finde an der Drohne, ist, dass man den Gimbal so schwenken kann, dass man auch hochkant Fotos und Videos machen kann und dass man die Fotos auch im RAW-Format machen kann. Ist vor allem für die Nachbearbeitung wichtig. Abschließend ist zur Drohne zu sagen, dass ich mit der einfach mega zufrieden bin. Ich weiß, es gibt wesentlich neuere Modelle, aber ich finde, so eine Drohne kann halt auch schnell mal kaputt sein, wenn man irgendwo reinfliegt. Ich habe die auch schon paar Mal gecrashed, hatte aber immer Glück, dass jetzt nicht besonders viel passiert ist. Und die fliege ich eben auch mal bei Regen, bei Wind und bei schlechtem Wetter. Und ich glaube, mit so einer neuen Drohne, die irgendwie mehr kostet und wo vorne irgendwie ein Vollformat-Hasselblatt-Teil dranhängt, würde ich wesentlich vorsichtiger sein und vielleicht gar nicht so gute Shots hinbekommen wie mit der. Hier bei der Kamera hat jetzt gerade der Akku angefangen zu blinken, was eigentlich die perfekte Überleitung ist zu einem auch wirklich interessanten Thema, vor allem wenn man mit dem Bus unterwegs ist. Und zwar, wie laden wir die Akkus und wie viele Akkus haben wir eigentlich dabei? Also wenn es um die Anzahl geht, haben wir für die Drohne immer 3 Akkus dabei, für die Fuji haben wir 5 Akkus dabei. Das mag sich vielleicht viel anhören, aber
Die X-T3 hat wirklich so einen krassen Akkuverbrauch. Also gefühlt brauche ich da teilweise am Tag 2 bis 3 Akkus, vor allem wenn es kalt ist. Und für die GoPro haben wir immer 2 Akkus dabei. Wir haben ja das große Glück, dass wir eigentlich recht autark unterwegs sind und deswegen gar nicht das Problem haben, irgendwie leere Akkus zu haben, die wir nicht laden können. Weil wir haben was auf dem Dach, ich zeige es euch mal. So, wahrscheinlich habt ihr das vorher schon gesehen. Wir haben hier ein 100 Watt Solarpanel und unten im Bus eine Zweitbatterie mit 100 Amperestunden und damit fahren wir richtig gut. Also wir hatten das noch nie, dass irgendwie die Batterie ausgegangen ist oder dass wir zu wenig Strom hatten, um Akkus für Laptop, Kamera oder ähnliches zu laden. Hier unten haben wir dann unsere 12 Volt Steckdosen. Wir betreiben alles nur mit 12 Volt, heißt wir haben keinen Wechselrichter, der irgendwie auf 230 umwandelt und haben damit wirklich gute Erfahrungen gemacht. Ich habe sogar das Gefühl, dass Akkus, egal von was, wesentlich schneller geladen werden wie mit 230 Volt. Ob das irgendwie Sinn macht, ich weiß es nicht, aber es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Und hier haben wir dann verschiedenste Ladegeräte. Das ist das Ladegerät für die Drohne, dann haben wir hier ein Ladegerät für unseren Laptop und wir haben natürlich ein Ladegerät für die Fuji Akkus. Das war ein bisschen sperrig, aber erfüllt auch seinen Zweck. So, bevor wir jetzt die letzte Sache machen zum Thema, mit was nehmen wir Dinge auf, lasse ich mal nochmal kurz die Drohne hoch, weil das Licht gerade so wunderschön ist und das möchte ich nicht verpassen. So, die letzte elementare Sache, die mir jetzt noch einfällt zum Videos aufnehmen, ist der Ton. Wir haben 2 Mikrofone. Wir haben einmal dieses Rode VideoMic Pro. Das ist wirklich ein gutes Mikrofon und hat sogar einen internen Verstärker. Das Schlechte und auch der Grund, warum es jetzt gerade nicht auf der Kamera ist und auch die ganze Zeit schon nicht auf der Kamera ist, ist, dass es quasi akkubetrieben ist. Heißt, ich muss das hier hinten vor der Aufnahme einschalten und bestenfalls danach wieder ausschalten oder zumindest nach der Nutzung. Und ich persönlich habe schon so oft vergessen, dieses Mikrofon anzuschalten und habe erst Tage später realisiert, dass ich keinen Ton im Video habe, dass mich das so ein bisschen aufgeregt hat und das ist auch der Grund, warum ich von dem so ein bisschen weggekommen bin. Jetzt gerade ist ein bisschen ein günstigeres auf der Kamera. Das zeige ich euch jetzt und vielleicht merkt man ja auch einen Tonunterschied, weil ich mache jetzt das mal drauf. So, das ist jetzt quasi die Sparversion von dem, was ich euch gerade gezeigt habe. Eigentlich sieht es gerade nur aus wie so ein Filz-Wollknäuel-Puschel-Ding, weil eben dieser Windschutz drauf ist. Ich habe den eigentlich immer drauf, weil ich es irgendwie auch immer schade finde, wenn die Aufnahmen wegen den Windgeräuschen kaputt sind. Drunter sieht es so aus. Bei dem ist eben praktisch, dass es immer automatisch an ist, wenn es eingesteckt ist und ich finde, qualitativ reicht das auf jeden Fall aus. Das waren jetzt quasi alle Sachen, die mir so eingefallen sind, wenn es darum geht, mit was mache ich eine Aufnahme, egal ob Foto oder Video. Und ich ziehe jetzt mal in den Bus um, weil hier draußen ist es ziemlich kalt geworden, die Sonne ist auch untergegangen. Koch mir ein kleines Süppchen und dann zeige ich euch mal noch, mit was wir die Bilder und Videos bearbeiten. Ich habe leider den Schöpflöffel zu Hause vergessen, aber man muss sich ja nur Abhilfe schaffen können. So, ich bin wieder gesättigt, hatte eine leckere Suppe mit Maultaschen, da kann man eigentlich nie was verkehrt machen. Hier drin ist mittlerweile relativ warm, 24 Grad dank der Standheizung, das macht es hier drin natürlich noch wesentlich gemütlicher, wenn es draußen so kühl ist. Jetzt als letztes würde ich euch gerne noch zeigen, mit welchen Geräten und Programmen wir unsere Bilder und Videos bearbeiten. So, wer hätte es gedacht, wir bearbeiten eigentlich alles, was wir machen, mit dem Laptop. Wir haben hier ein Microsoft Surface Laptop 3. Das ist echt ein cooles Produkt, hat ein 15 Zoll Display und wir hatten lange so eine Art Tablet mit einem relativ kleinen Display. Deswegen ist das hier wirklich großer Luxus. Und was mir persönlich immer noch sehr wichtig ist, dass ich eine Maus dabei habe und dass ich nicht irgendwie mit diesem Touchpad arbeiten muss. Und mit so einer Bluetooth-Maus ist man auf jeden Fall richtig gut ausgestattet. Und dann ist es so, dass wir alles auf externen Festplatten speichern, heißt, wir haben eigentlich nie wirklich was auf dem Rechner, weil die Datenmengen doch schon relativ groß sind und mit diesen USB 3.0 oder USB-C Festplatten geht es wirklich ganz gut, dass man direkt von der Festplatte runterschneiden kann und auch direkt von der Festplatte Fotos bearbeiten kann.
Das Smartphone spielt natürlich heutzutage auch eine große Rolle. Ich habe jetzt ein iPhone. Ich meine, eigentlich bietet jedes Smartphone genau das, was es soll. Und ich glaube, es kommt nicht wirklich auf den Hersteller an. Neben dem, dass wir halt damit irgendwie mal eine Insta-Story machen, irgendwie ein Foto und Schnappschuss, machen wir damit grundsätzlich nicht viel, was Bild- oder Videobearbeitung angeht. Das passiert dann doch am Rechner, aber es ist wirklich ganz praktisch. Und so Dinge wie Navigation, Orte speichern oder mal Notizen machen, ja, dafür ist das Smartphone halt einfach unumgänglich. Auf dem Rechner arbeiten wir hauptsächlich mit den Adobe-Programmen, heißt Premiere zum Schneiden und Lightroom, um Fotos zu bearbeiten. Ich persönlich finde Lightroom richtig klasse. Das hat am Anfang bei uns echt lang gedauert, bis wir damit klargekommen sind, hat uns einige Nerven gekostet. Was auf jeden Fall cool ist, ist, dass es so vorgefertigte Presets dafür gibt. Wir persönlich haben da jetzt keine, die wir anbieten, aber ihr könnt mal bei der Wiki vorbeischauen. Die kennt ihr vielleicht unter Vanilla iStream, die ist auch Vollzeit mit dem Bus unterwegs und bietet quasi ihre Presets an. Und das ist eigentlich ein richtig cooler Einstieg in das Programm, weil man schon mal eine Grundlage hat und einen guten Einstieg damit zu arbeiten, ohne erstmal irgendwie stundenlang an irgendwelchen Reglern hin und her zu schieben, ohne dass es Gutes dabei rauskommt. Ich habe in dem Video jetzt ja verhältnismäßig viel erzählt und erklärt und ich hoffe einfach, dass ich nichts vergessen habe. Wenn ihr trotzdem noch eine Frage habt, schreibt das gerne unten in die Kommentare und ich habe zum Schluss noch einen Geheimtipp für euch und der macht sich gerade selbstständig und zwar, wir haben tatsächlich oftmals so einen Akkubaustrahler dabei. Das hört sich vielleicht komisch an, aber damit kann man einfach manchmal nochmal das Licht so ein bisschen an die Stelle bringen, wo man es gerne hätte und auch bei Fotos hilft es manchmal weiter und auch wenn sich das komisch anhört, das könnt ihr mal ausprobieren, das ist echt eine coole Möglichkeit und ich glaube, ich habe jetzt genug Lichteffekte gemacht und würde sagen, lasst gerne ein Like für das Video da oder ein Abo und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Bis dann!